Was geht, was geht, was geht, beautiful party people? Herzlich willkommen zu Witcher Part 6. Ich kann es mir nicht merken. Doch, es müsste Part 6 sein. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Danke fürs Einschalten. Und ja, wie Sie sehen, der Buckler glänzt und wir suchen den Frühgeborenen mit dem Baron zusammen. Und ich bin gespannt. Haben Sie Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Ja, ja, ja. So, wenn ich schnell laufe, läufst du auch schnell. Das finde ich ja sehr schön. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Alter. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Heb ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Ja, da musst du jetzt durch, Dickerchen. Barmherzige Götter. Da, da. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Wer ist auf dieses Design gekommen, ey? Das verdammte Ding weiß nicht. Hungrige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Beim Grab meiner Mutter, unternimm was. Ja, ich würde ja gerne. Sag mir, was du zu bieten hast. Ich sehe ja nicht mal was. Stirb. Aua. Stirb, stirb, stirb. Pussy. Parry. Ist doch kein Parry. Pussy. Hol mich die Pest. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Nö. Steh nicht rum. Unternimm was, verflucht. Wie soll ich ihn denn beruhigen? Damit? Kraxi. Ganz ruhig. Kann ich jetzt bitte mal essen? Was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden.
Knüttel doch mal dein Kind. Ja, war ja klar. Es kommen noch mehr. Heilung. Los doch. Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Das ist unfair. Ich hab doch pariert. Hallo? Alter! Hörst du auf, du blödes, verkacktes Scheiß. Ja, das ist so billig. Ich sehe doch nicht mal was! Meine Güte! Ach du Scheiße! Futter! Es ist doch so, wieso heilt mich meine Heilung nicht mehr? Mann. Also das nervt echt. Das muss ich sagen. Das Kampfsystem ist... dass die immer von hinten kommen, wo du die Gegner halt nicht siehst und einfach ins Bild reinspringen, das ist so dumm. Ach nö, echt jetzt? Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum soll... Boah, nee. Namen sind mächtige Sünden. Noch 20. Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Hm? Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Maria Luise. Und jetzt? Sprich mir mal. Küss es. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir. Die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen Sagina und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen Dia und empfange dich als meine Tochter. Jetzt macht's ein Jam. Gut, und jetzt begrab sie. Und hier wird's wieder richtig gut, ne? Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich der ja in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause. Und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ganz genau.
Hinsetzen und warten. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Alter. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Warte doch mal. Beweg dich. Los, Blitze. Und der. Kann ich den Kleinen behalten? Die Kleine? Los, los. Mami. Scheiß. Komm schon, Blitze. Los, Blitze. Geht's vielleicht noch ein bisschen langsamer? Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Ein Hufeisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ein Loot. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Also ein bisschen schneller könntest du schon fliegen, der. Schneller. Mutterhaut. Ah. Ekelhaft. Ja, natürlich muss ich jetzt dahin, ne? Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Tag gemacht. Das sollte ich mir mal ansehen. Ja, super, Geralt. Alter. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Teufel! Loote doch! Nicht so lecker! Was haben wir denn da? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat?
Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Ja, schon. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Hm. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Ja, nimm bloß nicht dein beknacktes Schwert auf, ne? Was war denn das jetzt schon wieder? Meine Fresse, immer kommt irgendwas von hinten, Mann, das nervt! Ah! Nervigen Kackviecher, ey. Boah. Gib mir mein Loot. Was haben... Die Knochen... Nein, nicht nochmal. Riesen... Ein Hufe. Der Kopf muss eine Mech. Hm. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Das ist jetzt Blödsinn. Los, der. Beweg deinen Geisterarsch. Mistviecher, ey. Fischerhütte. Ich möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. La 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 la. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Ja. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel.
konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch, doch sie kamen nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Wie? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Was haben wir aber? Sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Anders Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren, versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet, kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Ich auch. Meine Nerven. Ich meine, das braucht sie ja alles hier nicht mehr, ne? So hell ist sie drin auch. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Ab zu Papa. Ochsenfurt gehe ich jetzt erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Oder ist Ochsenfurt hier irgendwo? Das ist ja gar nicht weg. Soll ich jetzt mit dem Baron quatschen oder? Ich will erstmal hier alles erledigen.
erstmal hier erledigen. Finde ich gut, wie das mit dem automatisch Laufen funktioniert. Auf zum Atem. Auf zum Atom. So. Wieder natürlich auch sehen, ob vielleicht doch irgendwas Ansehnlicheres aus. Hallo? Wo bist denn du? Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Irgendwelche letzten Worte? Hui! Wow! Und jetzt? Parry! Schon gut. Ich ergebe ja, Pitches. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Hm. Das ist ein Trottel, ey. Bisschen Loot. Ich will doch gar nicht... Heya! Egal. Tanzen wir. Scheiße, ey. Los, Blitze. Auf zum Atom, Atem, Baron. Einem Zopf bis zum Arsch. Ach Gott, ey. Los, Blitze, gib Gas. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Langsamer. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Guter Mann. Gib mir mehr.
will eigentlich woanders hin. Hexer, auf ein Wort bitte. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Geh hier nicht so rum. Loot. Na, was ist mit dir? Warum schmolzt du? Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll, schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein, weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier, das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Bring mir bitte auch noch eine Decke und einen warmen Tee. Nee, Kakao. Kakaopause. Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Okay. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Oh. Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Hm.
Hier und dort und überall? Nicht überraschend, wenn du allein unterwegs bist. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt gehörst du zu uns. Stimmt. Du gehörst zu uns. Wir trinken zusammen. Eine von uns. Eine von uns. Ein Wildschwein erlegt, aber wir haben keine Ahnung, wie du hergekommen bist. Eine Frau im Männergewand. Klinge auf dem Rücken. Was bist du eigentlich? Eine Söldnerin? Ich reise viel. Und ich stoße nicht immer auf so gute und anständige Gesellschaft wie euch. Ah, sie ist nicht auf den Mund gefallen. Auf die gute Gesellschaft. Ja, ja, ja. Das gefällt mir. Trinkt wie ein Kerl, kann mit dem Schwert umgehen, tötet ein Wildschwein mit Leichtigkeit. Eine richtige Wölfin. Schon gut, schon gut. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd, das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Was hat denn der da so hingeglotzt hier? Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Ist jetzt schon wieder Ciri spielen. Ah, sie. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen. Los, Ciri, mach uns keine Schande. Dein Schwert gehört mir. Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen. Zeig ihr, wie es geht. Nicht aufgeben, Mädchen. Keine Sorge. Beeilung, schneller. Komm schon, Mädel. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genau. Alter, als ob dein Pferd so viel mehr Ausdauer als meins hat. Das ist Betrug. Verdammt, um ein Haar. Siehst du, bin nicht ganz so alt, wie du denkst. Mein Glückwunsch. Brauche ich nicht. Verabschiede dich lieber von deinem Schwert. Ich erwarte meine Belohnung. Was? Oha. Keine Chance zur Gewinnung. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Oh. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben?
Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot. Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr. Und daher auch nichts mehr zu verraten. Die Nilfgaardische Garnison vor Ort. Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ein Plan? Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Spiel mir Gwent. Schon mal Gwent gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Sehr gut. Kann losgehen. Na komm. Probieren wir mal was. Tut es das? So. Meine Finden bringen mir halt gar nichts, ne? Alte Drecksau, du. Schau mal, was er alles noch spielt.
Du kleine, hässliche, stinkende, elendige, verkackte, stinkende. Dem verbrannt wird er mich wahrscheinlich jetzt gehört haben. Ah, wenn ich das mache. Ich hoffe, ich kann nochmal gegen ihn spielen. Das scheiß verbrannt war ja ungefähr. Hey, ich will nochmal. Ich komme wahrscheinlich gleich wieder in Schnitt. Dieses verbrannt ist ja mega unfair, ey. Haut er mir einfach eine Karte weg. So. Ja. Mach du mal. Alter. Alter. Okay, jetzt pumpst er mich gerade. Ja, okay, Bro. Ich hab nur noch eine Karte gespielt. Verdammt. Hä? Das? Ist er dumm? Die wollte ich nicht, Mann. Kann ich auch. Du kleine. Macht der beide weg? Ey, was ist denn das für eine OP-Scheißkarte? Das ist ja voll die Verarsche, ey. Kleiner Wichser. Was ein Bastard.
Oh, was ein dreckiger Bastard er doch ist. Ja, natürlich. Wieder keine Chance, weil er mir da oben halt einfach meine ganzen Karten gefickt hat. Das ist... Oh. Schön Wetter. Wahrscheinlich hatte er schön Wetter und spielt jetzt nicht. Das ist doch Verarsche, ey. Das ist so eine Verarsche. Also dieses, die Karten wegmachen ist ja lächerlich. Das ist so unfair. Ich höre. In Stimmung für eine Partie gewinnt. Bin mal gespannt, wie lange ich diesmal dranhänge. Kann losgehen. Ah, du bringst mir nichts. Du bringst mir auch nichts. Nicht genügend. Aber jetzt. Und jetzt? Penner? Habe ich das schon gedacht, du kleine Ratte. Krieg ich bitte eine... Gut, jawohl! Das ist doch lecker Schmecker! So, fangen wir doch mal so an. Dann machen wir so. Dann machen wir mal Just for Fun so. Spiel deine verbrannt scheiß Arschkarte. Ja.
blöd, hä? Hol ich die beiden zurück? Macht mehr Sinn, ne? Ich kann ja alle drei zurückholen. Na komm, Spiel. Oh, passt du? Jetzt hast du verloren. Trottel. So, zack. Oh. So was? Dann spielen wir nochmal die Finte. Dann holen wir nochmal die Karte. Soll ich ihm einfach just for fun mal den da geben oder zerstöre ich ihn mit 2x8? Kann eh nicht gewinnen, wenn ich... Vielleicht kriege ich noch eine coole Karte, komm. Blup. Sogar zwei Karten, hallo. So, und guck mal, was mein Anführer kann. Kleine Sau, du. Mein Sonnenschein. Du hast gewonnen. Ein Mann zählt nur so viel wie sein Wort. Da hast du die genau. Karte. Ich fürchte, in Wählen findest du nicht viele würdige Gegner. Der Bootsbauer in Erzdorf könnte einer sein. Außerdem gibt es dann noch einen alten Wahrsager östlich von hier. Bei der Windmühle, so viel ich weiß. Und dann ist da noch dieser Junge. Nicht gescheiter als eine alte Mähre. Aber Karten spielt er teuflisch gut. Ich weiß nicht, ob du dem schon gewachsen bist. Ich will meine Belohnung sehen. Sigismund, was für ein Ding? Ne, wo hat man das nochmal gesehen? Hier, ne? Windkartensatz. Ah, ihn habe ich bekommen. Ah, cool. Ein neuen Spionio. Hui. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Ausnahmsweise. Jetzt wäre ich schon DHL-Lieferant hier. Los, Blitze. Beweg dich. Also hat der blutige Baron ihm den Arsch aufgerissen. So ein Käse. Hey, Jungs, ich kann mal losziehen. Der hat gefurzt. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Keine schlechte Idee, ihr tolle Möpse. Ich rede von dem Kreischling. Weltkarte. Jetzt müsste ich ja hier Quests kriegen, oder? Krieg gar nichts. Guck mal. Was bist du? Ein Dietenlager. Ich würde sagen, wir laufen ein paar rare Zeichen. So. Kann ich mehrere Wegpunkte machen? Nein. Dann laufen wir als erstes dahin. Verwüste gerade den Bauern die Stelle. Heya! Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Okay.
Bestie von Ehrenhof. Wildes Herz. Total toll. Voll toll, ey. Katzenschulenausrüstung. Hallo. Hallo. I like this. Warte mal. Ist diese Katzenschulenausrüstung gut? Können Sie mir das bitte in die Kommentare schreiben? What the fuck? Da was donnern gehört gerade. Oder auch nicht. Los, Plötze. Schneller Plötze. Gib Gummi. Ah! Oh, was ist da? Los, lauf! Der Zauber! Alter. Ey, dieses von hinten nervt so hart. Mistviecher, ey. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, aber wie zerstöre ich es? Muss ich dafür eine Bombe bauen, oder was? Ach, kaboom! Lecker! Nicht so lecker. Ach, war das jetzt mein Flaggezeichen oder was? Ah, guck mal. Los, Plätze.
dich. Wirklich jetzt? Tschüss, Blütze. Ach, Blütze, Blütze. Ach, Blütze, Blütze. Ja, ist ja klar. Hilfe! Was bist du? Danke fürs Tauchen. Alter! Kannst du mal unter Wasser bleiben? Dankeschön. Hey! Um darüber zu kommen. Was habe ich denn gerade für ein geiles Schwert gefunden, ey? Was bist du denn? Okay. Ja, ist doch gut jetzt. Ey, das war das gerade nicht Gold? Achso, ich hab schon. Hallo? ~39-47 und du machst. Oh, und ich kann hier noch Sachen drauf machen. Ja, das ist ja nice so. Lehrer. Das finde ich gut. Wie so viel geilen Scheiß. Alter, ich habe 3 Punkte. Wieso sagt mir das keiner? Wieso sagt mir keiner, dass ich 3 Punkte habe? Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 10%. Okay. Schadenangriffen. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Beim Zielen mit der Armbrust wird eine Zeit zusätzlich 50% verlangen. Okay. Mach ein Ziel. Den Schaden erlitten wir, den liefern müssen. Was habe ich hier noch so? Was bist du? Schade, dass ich das hier nicht verbessern kann.
Okay, das ist ja nicht verkehrt. Machen wir erstmal Angriff. Was haben wir hier denn noch? Kann ich das schon nehmen? Nö. Oh, Luden. Erstmal 30% mehr Damage, würde ich sagen. Alter, was habe ich denn da für ein geiles Schwert? Ich kann Schwerter wechseln. Sollen wir mal einer nachmachen hier? Was geht hier so? Hüpf! Hüpf! Mann mit dem weißen I. Totenkopf! Au! Wer? Was willst du denn von mir? Hau ab! Ich hab dir gar nichts getan, du Penner! Du hast einen Totenkopf, ich hab Angst vor dir! Mami! Zielt auf seine Augen! Ziel du auf seine Augen! Ich bring dich um! Habe ich eigentlich gar nicht gedrückt, aber egal. Soll ich es mal versuchen, just for fun? Ein bisschen. Jetzt gehörst du mir. Alter, der kann mich parieren. Bastard. Plötze, wo bist du? Kann ich mal bitte... Du dummes Pferd, ey, ich hasse dich so sehr. Lauf, Plötze. Wieso waren die jetzt so böse auf mich? Heya! Wieso war die Brücke gesperrt? Darf ich hier noch nicht sein? Zeig mir, was du zu bieten hast. Mir ist das ehrlich gesagt egal, was das Viech zu bieten hat. Das hat sich nicht so nett angehört. Hey, Schlotti! Ach nee, das ist Schlottis Bruder, Entschuldigung. Danke, Hexer. Wo wäre ich ohne dich? Schlotti hat ja recht. Wieso setzt sich durch in der Welt? Du hast sie gerade niedergemacht. Sie haben gewartet, bis wir die letzten Siedlungen hinter uns hatten. Dann haben sie angegriffen. Und ich habe diese Verbrecher auch noch selbst bewaffnet. Wir hatten keine Chance gegen sie. Halunken anheuern, das ist heutzutage keine gute Idee.
Du brauchst jemanden, dem du deine Karawane anvertrauen kannst. Ich kann es mir nicht leisten, jemanden fest anzustellen. Woher hattest du diese Männer? Das waren mal temerische Soldaten, haben sie jedenfalls behauptet. Von denen hätte ich noch am ehesten erwartet, dass sie sich auskennen. Leider kannten sie sich sozusagen zu gut aus. Danke. Hier, das sollte am Ende der Reise denen gehören. Jetzt gehört's dir. Nehme ich, danke, kein Problem. Hallo Kamerad, sei gegrüßt. Und ich kann den noch looten hier. Hühnerbrötchen, hallo. Feinste Leinen. Kommen Sie her, Plötze. Heya! Warte mal. Wo soll ich denn das untersuchen? Das ist Tamara, oder? Ist das von der Mutter? Also das ist beides hier? Oh, okay. I see, I see, I see. Hey. Dieser Gestank. Stress, hä? Sollen wir Plötze in Ruhe lassen? Du Penner. Du hast keinen Kopf mehr. Da ist ja noch einer. Ja, komm mal her. Oh, ein Ghoulness. Aber kein Loot? Echt jetzt? Das ist schwach. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Raus mit die Viecher. Loot, lecker. Ich glaube, du humpelst jetzt ein bisschen. Hallo. Schon nicht im Waffenstich. Ja, ja, bla, bla, bla. Sabbel nicht so viel. Los, lauf! Da passiert. Hat sie mal erwischt? Ich habe was Blaues gesehen. Oh, 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 lecker. Marco Fazzo Luto. Ja. Bin ich schon besser als das, was ich habe. Spaltbolzen. Stufe 13.
Stufe 14 brauche ich für die Armbrust, echt jetzt? Ich sollte mir auch mal einen neuen Sattel besorgen, ne? Oder? Was sagt ihr? Uah. Hallo? Seid ihr lieb? Gerilan Eptemeria, Atras, Loedenen. Ich glaube, sie sind lieb. Hallo. Ich bin Jadalt. Genau, lang lebe Jadalt. Ist hier nur ein bisschen versprochen. Hey, du bist ein Händler. Warte. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne. Zieh dich aus, kleine Maus. Plunder, Handwerk, bla bla bla, Chemiezutat. Bist du? Das ist ja nur Mist, ey. Leb wohl. Das würde ich schon gerne ein bisschen töten. Aber nur ein bisschen. Alter. Lass mich in Ruhe. Dieses Pferd, ne? Oh, gutes Pferd. Weiter so, Plätze. Round, round. Seid gegrüßt, werte Bauern. Komm schon, Plätze. Ich will doch nur looten, ey. Kann ich nicht? Komm her. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Ich habe nicht die richtige Bombe. Wie? Ich habe hier nicht die richtige. Dann machen wir die andere Bombe halt auch. Ist doch kein Problem, du. Oh, shit. Was fehlt mir dafür? Ey. Sei Peter. Was ist, wenn ich dich hier so darüber... Bleibst du stehen? Echt jetzt?
Erhöhung. Gibt es irgendwo Salpeter? Oh, Jenny Schnaps. Wahrscheinlich hat der Händler, den ich vorhin gesehen habe, Salpeter verkauft. Wieder Loot. Da bist du hässlich. Ja, das ist so. Hey. Was machst du denn hier? Mistviecher, ey. Der Schlüssel. Dokument. War doch kein Fisch. Blut noch zu stürmen. Blutgold. Hallo. So, okay, ich muss den Blutsporn folgen. Hab's verstanden. GG. Ja. 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 Ja, 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 ja. Macht mich gerade ein bisschen an, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oh, und es ist noch eine schöne Stahlwaffe. Ja, Lehrer. Eine geile Hose. Zerschmettern, ausschützen durch Bohrschaden. Hallo. Also die Hose sieht schon deutlich besser aus als das, was er davor getragen hat. Der gute alte Geralt. Mich interessiert gerade nicht die Hexe, sondern... Ups. Sondern das. Muss ich hier durchschwimmen? Los, Plätze. Schneller. Ich glaube, ich bin schon da, wo ich eigentlich hin wollte, oder? Was fährt? Die Stadt sieht auf jeden Fall groß aus. Wer soll sich ficken?
du schon mal gebrannt? Du heißt an. Achso, ich dachte, du heißt Brand. Renn! Blöder Wichser. Was denken die hier, wen die ausrauben wollen? Ich glaube, ich spinne. Muss ich mal hier ein bisschen mehr Respekt verschaffen in dem Spiel. Dann will er mich noch küssen, der kleine Drecksspatz. Mal, ist hier was in dem Ding? Wer bist du denn? Schwinge Schwert und Knechtelknack, tötet Nilfgaard Lumpenpack. Hier zittern schon die Knie, hier kommt nimmer Kavallerie. Schwinge Schwert und Knechtelknack. Tötet Nilfgaard Lumpenpack. Ein einfach Sahnes, Mom. Du, Menschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang. Kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raduvid. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich, Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los, ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht, aber alle fallen um. Auch Soldaten. Mit Vorsicht. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut, Soldaten, Freunde nicht so gut, trotzdem große Suppe immer gut. Ich verstehe schon, so ist das im Krieg. So ist es. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe, du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Boote, Boote, Boote. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Redania Armee vergisst nicht. Nicht so lieb und nicht verkehrt. Männer fallen tot vom Pferd. Trolle machen Suppe draus.
Nicht verschwenden, toller Schmaus. Toller Schmaus. Vergessen wie weiter. Upsi. Ah, das ist die Lehrer. Lass ich mal looten, Petrol. Schleifenrüstung. Loot, Loot. Der Troll war ja mal sowas von cool, ey. Also ich hätte mit einigen gerechnet, aber nicht, dass er so ein cooler Troll ist. Und in dem Sinne, meine Lieben, würde ich sagen, war es das auch heute mit dem Part. Wir sind ja schon fast bei 2 Stunden. Und ja, ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch das gefällt, das Let's Play, und dass ich die Folgen jetzt so ein bisschen länger mache. Ja. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen und bis zum nächsten Mal. Macht's Judy. Ciao, ciao.